Hallo und herzlich willkommen bei InsideWeek. In diesem Video besprechen wir die Handelspläne für Kalenderwoche 48 der Zuti Strategie 1. Wie immer fangen wir mit neuen Zuti-Signalen an. Wir haben neue Zuti-Signale bei Soybeans, Kaufsignal, Heating Oil, Verkaufsignal, Kaffee-Kaufsignal und Zucker ein Verkaufsignal. Die schauen wir uns gleich an. Vorerst schauen wir uns die Watchlist an. Auf der Kaufseite haben wir Dollar-Index, Schweizer Franken, Soybeans, Reis. Auf der Verkaufsseite Heizöl, Kakao, Zucker. So, wir fangen mit Soybeans an. Wir bekommen hier ein Kaufsignal. Auf dem Niveau haben wir schon viele Kaufsignale bekommen. Aktuell läuft der Markt seitwärts. Wir sehen aber, dass der saisonelle Trend hier steigend ist und warten darauf, bis der Ausbruch nach oben stattfindet. Schauen wir uns den saisonellen Verlauf an. Wir sehen, dass wir uns langsam dem nächsten Schub, des saisonellen Schub nähern, also das findet dann im Dezember statt und eventuell werden wir dort quasi höhere Kurse sehen in Verbindung mit Saisonalität. So, schauen wir uns den Tageschart an, sehen einen ganz klaren Seitwärtstrend auf dem Tageschart. So, wir warten hier auf mehr Stärke im Markt, die dafür, also Richtung Zuti-Signale, Richtung saisonellen Trend, dann wird dieser Markt für uns interessant werden und wir werden hier nach Einstiegen suchen. Heating Öl, wir haben hier ein Verkaufssignal bekommen, saisonelle Trend für die nächsten paar Wochen noch fallend, dann beginnt der saisonelle Trend auch im Dezember zu steigen, so, aber auf jeden Fall sieht aktuell gut aus, weil wir sehen, dass wir hier auch ein tieferes Hoch gemacht haben, also somit, wie gesagt, alle Anzeichen dafür, dass wir hier einen neuen fallenden Wochentrend haben. Schauen wir uns Saisonalität nochmal an. Wir sehen, Saisonalität hat hier gut funktioniert. Wir haben, wie gesagt, nicht so viel bis zum nächsten saisonellen Tief, deswegen, aber wir befinden uns nochmal hier im Daily Chart. Also das heißt, die Zeit ist hier wirklich sehr, sehr knapp. Und aus dem Grund müssen wir, wenn wir eine Position hier öffnen, auch ganz striktes Risk- und Money Management betreiben, damit wir hier nicht in die steigende Saisonalität reinlaufen mit unserem Trade. So, wir sehen aktuell, der Markt ist weit unter 18 Moving Average. Die Bewegung nach unten läuft sehr aktiv und stabil. Momentum ist da. Jetzt müssen wir einfach nur warten, bis wir eine Korrektur haben, damit wir uns bei der Korrektur dann short positionieren. Schauen wir uns Zucker an. Zucker, interessanter Markt, weil auf dem Wochenchart sehen wir ganz klare Range, obere Kante, untere Kante. Von oberer Kante ist der Markt abgeprallt. Wir sehen auch, dass wir fallende Saisonalität haben, oder beziehungsweise erstmal neutral und dann fallend. Also wir haben aktuell gute Chancen, dass der Kurs bis zur unteren Range-Kante läuft. Wir sehen, dass der Kurs auf dem Tageschart auch unter 18 Moving Average notiert. So, wir warten hier einfach, bis wir hier eine Einstiegsmöglichkeit bekommen. Nach unten haben wir genug Platz, wie gesagt, für einen Short Trade und diesen werden wir dann wahrnehmen, sobald ein Einstiegspattern entsteht. So, Schweizer Franken. Wir sehen, Schweizer Franken ist an einen Widerstand angekommen, tut sich aktuell schwer, über diesen Widerstand zu gehen oder diesen Widerstand zu durchbrechen. Schauen wir uns diesen Trend an auf dem Tageschart. Wir sehen auf dem Tageschart, dass wir hier einen Abschnitt von saisoneller Stärke haben. Die steht uns jetzt gerade bevor. Und der Kurs korrigiert zwar und wie gesagt, hat den Widerstand noch nicht durchbrochen, aber die Chancen stehen gut, weil der hat dann nicht sofort nach unten gelaufen, sondern wie gesagt, ging seitwärts und die saisonelle Stärke könnte vielleicht dazu beitragen, dass wir den Widerstand durchbrechen und nach oben haben wir auch genug Platz, sodass wir mit unserer offenen Position, die wir jetzt im Schweizer Franken haben, dennoch gut ins Gewinn laufen. So, schauen wir uns den Trade nochmal an. Wir haben Teilgewinne hier realisiert. So, mit der restlichen Position sind wir noch im Markt. Aktuell, wie gesagt, der Kurs notiert unweit von unserem Stopp. Also unser Stopp ist auf dem Einstandspreis. So, wenn wir hier ausgestoppt werden, aber danach dennoch die Stärke sehen in diesem Markt, werden wir erneut hier einen Long Trade handeln. US-Dollar, das ist ein interessanter Markt, weil wir bekommen ein Signal in Wochentrendrichtung. Wir haben aber, oder die Bewegung in die Richtung bleibt aus. Wir hatten
erstmal etwas Bewegung nach oben gesehen, dann wieder nach unten. Da haben wir die Tiefs wieder retestet. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, ob das jetzt der Retest von Tiefs war und wir davon wieder abprallen und nach oben laufen Richtung zu die Signal. Dann wird dieser Markt für uns interessant werden. Aber aktuell, wie gesagt, dass der Markt notiert und 18 Moving Average ist aktuell schwach und dementsprechend für uns für Long Trades nicht interessant. Reis, im Reis hatten wir Kaufsignal, wir haben steigende Saisonalität, wir haben auch diesen Markt gehandelt und haben hier unsere Gewinne teilweise mitgenommen, teilweise im Break-Even ausgestoppt. Wie gesagt, aktuell der Trend nach unten findet noch nicht statt, also nach wie vor ist der Trend nach oben aktiv. So, und wir warten hier, bis bis der Trend sich fortsetzt und wir erneut eine Möglichkeit für einen Einstieg finden. Kakao, interessanter Markt. Wir haben im Kakao nach COT-Daten ein Verkaufssignal. Saisonalität ist aber steigend im Kakao und wir haben auch bullische Wetternachrichten im Kakao. Deswegen denken wir, dass wir in Kakao einen aufsteigenden Trend sehen werden. Schauen wir uns den Tageschart an. Auf dem Tageschart sehen wir auch, dass der Kurs bis 18 Moving Average gelaufen ist, aktuell davon abprallt und nach oben läuft, also gegen den COT-Signal. Aber wie gesagt, wir haben auch unsere Kontra-COT-Signal-Strategie. Und wenn der Markt hier einen guten Trend ausbaut, dann kommt diese Strategie in Einsatz und wir werden diese Bewegung hier nicht verpassen. So, schauen wir uns Spread an. Spread sieht aber bearish aus aktuell. So, spricht jetzt nicht für steigende Preise. Auf jeden Fall sind wir auf beides vorbereitet? Sollte hier der Tagestrend nach unten drehen, dann würden wir standardmäßig unsere Einstiegspartner abwarten und in den Markt Short einsteigen. So sollte er eher den Trend nach oben ausbauen. Wie gesagt, kommt unser Kontra-COT-Signal-Strategie im Einsatz und wir werden halt von aufsteigenden Trend auch profitieren. Wir haben, wie gesagt, auf einer Seite COT-Daten mit Verkaufssignal, auf anderer Seite haben wir Wetternachrichten, die eher für steigende Kurse sprechen. So, schauen wir uns, was wir im Kakao noch am saisonellen Trades haben. Und wir haben tatsächlich einen Short Trade, einen saisonellen Short Trade, was wiederum für Short Trade spricht. Wie ihr merkt, wahrscheinlich jetzt das Bild ist etwas durchmischt. So, aber das ist so im Trading, wir haben nie eine Klarheit, wir haben immer die Daten, die für oder gegen sprechen. Und hier haben wir saisonelle Trade. Einen Seasonal Trade, welches von 17. bis 6. läuft. Also es wird ein Trade simuliert. Und wir sehen, dass wir in den letzten 15 Jahren, wenn wir hier Short Trade gemacht hätten, von 17. bis 6. Januar, hätten wir 87% Trades wären dann profitabel. So, das ist, darf man natürlich auch nicht unberücksichtigt lassen, weil, wie wir sehen, von 17. Dezember bis 6. Januar fehlt eher Kakao und dementsprechend müssen wir das bei uns berücksichtigen. Aber bis 17. Dezember haben wir noch genug Zeit und wenn sich hier gute Trading-Möglichkeiten entstehen mit guten Chancen, Risikoverhältnis, werden wir sie nicht verpassen. So, das war's von uns für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche jedem eine erfolgreiche Trading-Woche oder Restwoche. So, wir sehen uns dann in der Telegram-Gruppe oder bei dem nächsten Handelsplan. Oder bei dem nächsten Video zum Handelsplan. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, achtet auf die Risiken. Das Risikomanagement ist der Schlüssel zum Erfolg im Trading.